Hey, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Wir haben beim letzten Mal die Steinplatte zurückbekommen von den Diebesschwestern und haben damit tatsächlich die Wächterin überzeugen können, dass wir ihr bei dem Ursaluna-Problem helfen können. Jedoch ist relativ schnell klar geworden, zuvor, während und eigentlich auch danach, dass dieses Pokémon nicht auf dem gleichen Level in Rage war wie damals der König Axanthor. Dementsprechend, das war nicht die gleiche Situation, wir haben aber trotzdem ihr helfen können und haben dementsprechend ein neues Reittier gewonnen. Sehr schick. Als wir dann aber hier zurückgekehrt sind, durften wir feststellen, dass Hinatsu, die Dame, die da scheinbar ursprünglich Alarm geschlagen hatte, eventuell doch eine Person sein könnte, die finstere Absichten hat. Und zwar wird vermutet, dass sie versucht, einen Konflikt, weil sie ein Diamantmitglied ist, mit dem Pearl-Clan wieder anzustiften und dementsprechend haben wir jetzt die Aufgabe, nach ihr mit unserem neuen Reittier zu suchen. Bevor wir aber loslegen, wir sehen, ich habe ein neues Outfit angelegt, einfach mal so ein paar Sachen zusammengekauft, interessanterweise, die Schuhe waren das mit am teuersten, aber hey, mal ein bisschen Abwechslung. Ebenfalls war ich so frei und habe angefangen, ein, zwei weitere Upgrades für meine Tasche zu kaufen, denn es war dringend notwendig geworden und war auch dann gleichzeitig mal so neugierig und habe online mal nachgelesen, wie viele Upgrades es gibt. Und wie teuer das Ganze werden kann, denn wir hatten ja gesehen gehabt, als wir Slot 21 uns holen wollten, hat es 100 gekostet, dann 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, da hatte ich jetzt aktuell Stopp gemacht gehabt. Und insgesamt kann man das Ganze bis Slot 59 erweitern. Der letzte Slot kostet 1 Million. Wenn man dann alles ausgegeben hat, oder alles bekommen hat, hat man insgesamt angeblich 4,794500 Geld ausgegeben. Also fast 5 Millionen muss man hier sammeln, nur damit man das Maximum an Storage bekommen kann. Das ist ein Ticken heftig. Aber bis es dahin ist, kümmern wir uns um andere Sachen, wie zum Beispiel, was auch mal jetzt hier passiert. Ah, genau die Person, auf die ich gewartet habe. Ich wollte dich darum bitten, mir ein bestimmtes Pokémon zu bringen. Ich habe eine bahnbrechende Vision. Ich möchte, dass sich Leute in meinem Laden an der Seite von Pokémon ablichten lassen. Doch diese Idee stößt derzeit auch noch auf wenig Gegenliebe, vielleicht weil viele noch zu große Angst vor Pokémon haben. Doch dank eines Pokémon, das mir zufällig vor die Linse gekommen ist, hatte ich einen Einfall. Okay, jetzt also ein ganz simples Pokémon. Es sieht so flauschig aus, so überaus flauschig, einfach unverschämt liebenswürdig, oder? Wenn die Dorfbewohner dieses Pokémon erst einmal sehen wollen, bestimmt alle ein Foto mit ihm machen. Ich möchte ein besseres Foto von diesem Pokémon schießen. Könntest du es bitte für mich finden und mir zeigen? Ja, und vor allem, wenn es sich dann weiterentwickelt, kannst du auch ab 22 Uhr die Leute reinlassen. Jetzt ist der da reingegangen. Bleib doch einfach hier draußen stehen. So, alter Mann. Wie kann ich dir helfen? So, Pokémon zeigen. Und zwar, wir gehen hin. Ich hoffe, ich habe irgendwo noch eins herumliegen. Ja, ich habe da mehrere von denen herumliegen. Hätte mich auch gewundert. Ich habe ganz bewusst versucht, noch nicht alles rauszuschmeißen. Oh ja, du bist ein Pokémon, das überhaupt nichts hat. Hier, viel Spaß damit. Und das ist so das Problem, warum einerseits es vermutlich richtig ist, Pokémon irgendwann abzugeben, aber man hat immer wieder Quests, wo man dann welche abgeben muss. Und hätte ich die dann alle jetzt hier schon wieder, nehmen wir es mal, freigelassen, dann hätte ich jetzt erstmal wieder irgendwo hinreiten müssen, fangen müssen, etc. Oh, heulenhecht, ist das Pokémon sogar noch flauschiger und lebenswürdiger als auf dem Foto. Ja, das ist genau das Pokémon, nach dem ich gesucht habe. Ich werde sofort ein Foto von ihm machen. Mann, ich gebe dir den Pokéball, dann kannst du da halt Fotosession halten, wie du lustig bist. Dank dir und diesem Pokémon konnte ich noch ein tolles Foto schießen. Jetzt werden sich sicher alle für mein Foto begeistern, ohne vor den Pokémon vor der Linse Angst haben zu müssen. Okay, bekommt mehr Ausstattung. Also in der Zukunft, wenn wir Pech haben, kriegen wir noch mehr Quests von der Art entgegengeworfen. Okay. Ich hatte draußen geguckt gehabt. Und es hieß, obwohl draußen es keiner mehr ist, dass hier noch irgendwelche Quests auf mich warten. Was ist es denn? Oh wow. Welche Gebilde, seltenes Punita gesichtet, ein Pantimos in der Hintergasse. Klingt ein bisschen, aha. Kämpfe mit Pachirisu. Wo zum Kuckuck findet man die an? Yaruki vom Sicherheitstrupp hat uns den Auftrag gegeben, herauszufinden, wie man mit Pachirisu möglichst effektiv kämpfen kann. Hört ihr an, was er zu sagen hat, und macht dich dann auf zur Forschung.
So, meine Frage ist, muss ich jetzt den Wegweiser aktiv... Ich frage mich, wie das abläuft. Pantimos in der Hintergasse. Anscheinend hat sich im Dorf ein Pantimos niedergelassen, das merkwürdige Gesten macht. Sprich mit Saul, um mehr zu erfahren. Iago behauptet, ein seltenes Ponita gesehen zu haben. Bitte findet mehr heraus. Mit Moritz Hilfe können wir mehr über den Pilz von Parasek herausfinden. Ran an die Forschung. Ich wäre hier fast abgehauen, aber wir haben noch andere Aufgaben hier offen. Eines von ihm hier. Was? Ist es etwa Munterreist? Heißt du mit mir? Drei Ehren würden mir schon reichen. Munterreis ist aus dem roten Sumpfland einfach nicht wegzulenken. Der Anblick der Reisehren weckt die Sehnsucht nach der Heimat in mir. Wenn man Munterreis mit anderen Zutaten vermengt, werden Pokémon davon noch stärker angezogen. Bestimmt, weil es so köstlich riecht. Also gut, ich werde Tai so neue Waren zur Verfügung stellen, aber nur weil du es bist. Das ist natürlich simpel. Ja, und das ist auch ganz wichtig, wenn man in den unschließten Camps ist, draußen in der Wildnis, hebt jedes Mal die Person hervor, an der man halt handeln möchte. Oh, ich könnte ja auch mehr anbieten, wenn nur du dir eine Aufgabe machen würdest. Aber jetzt haben wir das ja hoffentlich gemacht damit. Dank dir ist endlich neue Ware eingetroffen. Tut mir leid, dass ich dich in diese Sache verwickelt habe. Meine Beziehung zu Taua ist nicht die beste. Wie auch immer, das hier ist alles gute Ware. Kauf doch, bevor du gehst. Yay. Was hast du denn? Suchst etwas? Wenn du nicht kaufen kannst, was du brauchst, musst du dir eben selbst herstellen. Okay, also im Endeffekt ist das wirklich einfach nur das Zeug, was man zum Teil wirklich selber herstellen kann. Bestimmt kann man die Dinger auch irgendwie alle selber herstellen. Keine Ahnung, ich habe da jetzt nicht das genau vom Auge. Ja, nett. Ist aber noch nicht wirklich hilfreich. So, meine große Frage ist jetzt, habe ich hier Quests bekommen gehabt, aber zum Beispiel hier werden die alle nicht angezeigt. Okay, gehen wir dann auch gleich über. Ich habe das in der Zwischenzeit natürlich so ein bisschen alleine geredet mit Sharon und ihrem Auftrag. Und zwar, ja, sie hat nach Hippopotas gefragt gehabt und die Idee ist, dass männlich und weiblich unterschiedlich aussehen. Heißt also, ich habe hier ganz bewusst zwei vorbereitet gehabt. Einmal das hier mit in erster Linie hellen Gesicht, nennen wir es mal. Ich weiß nicht, wie es da hinten aussieht. Sieht ein bisschen aus, als wäre da mehr Bräune. Und dann das weibliche hinterher. Auch unterschiedlich groß. Die Variation der Brauntöne hat wirklich einen großen Einfluss auf den Gesamteindruck. Mir schwebt bereits die Idee für ein neues Muster vor. Einen Moment. So, schau dir die neueste Kreation meiner Schneiderei gleich mal an. Ja, damit haben wir das auch relativ simpel geregelt. Angebot der Schneiderei wurde erweitert. Wenn man so frei geht, das mal ganz kurz nicht durch. Und hat auch kein neues Quest. Schade eigentlich. Ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass das jetzt so passieren würde. So, dann können wir auch gleich mal... Sorry, ich will eigentlich weiterspielen. Vom Sicherheitstrupp. Also entweder ist die da halt... Ich weiß nicht, wo die sind. Wurde das hier hervorgehoben? Ist das ein neues Quest? Schade, kann ich da nicht reingehen? Schade. Denn hier werden uns Sachen hervorgehoben. Aha. Massiver Auflauf von Pokémon. Massiver Auflauf. Das ist etwas, wovon ich schon so ein bisschen gehört hatte. Und zwar die Idee, meine anderen Pokémon-Spiele in der Vergangenheit hatten das ja auch schon gehabt, dass es Events geben kann, wo ein Pokémon vermehrt in einer gewissen Stelle auftauchen kann. Jedoch, da muss ich zugeben, habe ich jetzt noch nicht allzu viel Zeit damit verbracht, ich habe es nur halt kurz drüber gelesen gehabt, und zwar die Chance, dass man Shiny-Pokémon durch diese Ausbrüche bekommen kann, oder Auflauf, wie sie es hier nennen, scheint extremst hoch zu sein. Frag mich nicht wie, aber das soll so die Möglichkeit sein, einfacher an Shiny-Pokémons zu kommen, und... Dann werden wir mal vorbeigucken, wie das tatsächlich aussieht, wie das tatsächlich abläuft. So, meine Frage ist, ich mache die Nebenquests tatsächlich irgendwann später. Und das wird dann eh so auch, hier, es soll ein massenhaft Pokémon aufgetaucht sein. Ach, das sollte die Aufforderung diesbezüglich sein. Okay, verstehe. So, kann man das jetzt da einsehen? Das finde ich schade, dass man hier nicht die Übersichtskarte bekommt, die man
mit dem Arceus-Phone auch in der Gegend sehen kann. Meine Frage ist, wo gehe ich jetzt hin? Ödnis-Basis? Ich meine, ich probiere es einfach. Diese junge Frau vorhin hat Mubishis Kartoffelmochi ja förmlich verschlungen. Wusstest du, dass Wächterin Yugao auf Ursaluna reitet und es dabei nach Schätzen im Boden gräben lässt? Da hat Ursaluna wohl ein besonders feines Näschen. Ja, Ursaluna hat den Geruch erkannt, folgt dem blauen Signal. Miep, miep. Alles klar, so jetzt gucken wir mal hier. Okay, da unten. Da müssten wir theoretisch hingehen. Aber wie ich schon mal angemerkt habe, die Karte ist aktuell weiterhin super duper. Ja, wieso? ZR, das ist der hintere, genau. Man müsste also im Endeffekt hier unten entlang reiten. Hier, das ist die einzige Brücke. Hier ist überhaupt keine Brücke, was mich so ein bisschen interessant macht, dass ich hier angeblich schon war. Denn da war ich definitiv noch nicht. Müsste auf jeden Fall da oben hin. Müsste ich hier sich dran vorbeischlingeln, um da hinten hinzukommen. Und das Schöne ist, ich spoilere es einfach mal, weil wir da jetzt nicht gemeinsam hinrennen werden, dass es dort ein Elite, ist das Elite? Auf jeden Fall eins mit rot leuchtenden Augen von diesem Barishiusu gibt. Das heißt, da muss man höllisch aufpassen, gerade vor allem da entlang zu reiten. Zieht es super schnell, ich soll da oben hin. Kämpfen mit, achso. Okay, wenn es da natürlich ist, auch wenn wir hier theoretisch vermutlich suchen wollen, eine Frage, ist er wirklich prüfungsbarer? Weil uns wurde schon das... Ja, hier, da oben sollen wir hin. Um im Endeffekt gegen den... die Königin in dem Fall zu kämpfen. Wir wussten vom Bühnenkampffeld schon. So, ich gehe jetzt trotzdem, sorry, nochmal darüber. Ich weiß, da oben wäre theoretisch auch noch meine Aufgabe, aber... da war ich schlichtweg noch nicht, glaube ich. Nee. Beeindruckend, wie schnell das hier hin und her springen kann. So, du, wie kann ich dir jetzt ernsthaft helfen? Obwohl Kommandantin Belila mir ein strenges Trainingspensum aufgebombt hat, läuft es mit dem Pokémon-Kämpfen bei mir einfach nicht. Deshalb bin ich mit meinem Partner-Pokémon Parachisu hergekommen, um zu trainieren. Aber ich habe einfach keine Ahnung, wie ich Parachisu am besten kämpfen lassen soll. Wasser- und Flug-Pokémon. Du kennst dich doch mit Pokémon-Kämpfen aus, oder nicht? Kannst du mir zeigen, wo ich Parasuche im Kampf am besten einsetze? Bitte zeig mir, wie man mit einem Parasuche als Partner kämpft, damit ich von dir lernen kann. Zeige, wie man am besten einsetzt. Du darfst nur dieses Pokémon bei dir haben. Ha. So, klasse, ich will unbedingt sehen, wie du dich gegen einen Ursaring schlägst. Da hell. Überlasst es mir. Dann zeig mal... Oh, wir springen einfach in den Kampf rein. Okay, welches Level? Das Ding muss ja mindestens Level 30 sein. Ja, das wird bitterbös. So, dann starten wir tatsächlich mal mit Kulleraugen. Und gucken, wie uns dieses Ding gleich zerfleischt. Aha. Das ist ein Problem. Ja, yep. Dieses Pokémon muss ich vermutlich erstmal noch ein bisschen leveln. Ja. Dann würde ich noch sagen, machen wir was anderes. Und zwar, wir gehen mit unserem... Ach nee, man muss erst... Nope, stop. Kann ich einfach wechseln? Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Man muss es nicht erst beschwören. So, wir sollen dem Blauen folgen. Folgt dem Blauen... Ignore. Okay, also bisher sieht es wirklich danach aus, als hätte es eine gewisse Logik beibehalten. Nope, nicht die Richtung. Nicht die Richtung. Wow, warum hast du gerade 360 gemacht? Wow, Spiel, what the fuck? Oh, great, yeah, thanks. Oh, hi. Oh, Robert. Und? Was ist mit dem Ursaluna? Es hat sich beruhigt. Du bist wirklich stark, aber wie hast du mich überhaupt gefunden?
Ihr seid dem Geruch der Kartoffelmochi gefolgt? Die waren aber auch lecker, diese Kartoffelmochi. Jubeldorf ist wirklich ein interessantes Örtchen. Ich bin hier, weil nun ein Pokémon hat mich verfolgt und ich habe mir bei der Flucht den Fuß verstaucht. Vielleicht geschieht mir das nur recht. Da bist du ja. Hinazu war der Name, nicht? Wie? Wächterin Yugao hier? Also ich habe... Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich halte dich nur für ein kleines Gör des Diamantclans. Es tut mir leid, wie ich dich beim letzten Mal behandelt habe. Es ist weder deine Schuld, dass Drosella in Rage geriet, noch dass Osaluna herumwütete. Im Gegenteil, du solltest den beiden helfen. Dennoch wollte ich mir nicht anhören, was du zu sagen hattest. Was nützt schon meine ganze Lebenserfahrung, wenn ich mich so verhalte? Nein, es ist meine Schuld, dass ich meine Anliegen nicht richtig erklären konnte. Osaluna hatte sich in Rage geratenen Drosella genähert und ist wohl durch dessen Duft außer Kontrolle geraten. Verstehe, der Puder, der an Osaluna klebte, stammte also von Drosella. Und was ist mit deinem Fuß passiert? Als ich Zutaten für Ruhegaben gesammelt habe, bin ich gestürzt und haben mir den Fuß verstaucht. Ich wollte die Galaktik-Expedition wegen Osaluna um Hilfe bitten, daher habe ich Jubeldorf besucht. Außerdem hat es mich interessiert, wie die Leute dort Items herstellen. Aber dann erzählte mir Professor Larven vor den Ruhegaben. Also habe ich mich auf die Suche nach den Speisen gemacht, die das Drosella gerne isst, um selbst welche herzustellen. Das Wissen der Galaktik-Expedition ist wirklich beeindruckend. Ich würde gerne noch viel mehr lernen. Zuerst einmal müssen wir zusehen, dass sich die Lage beruhigt. Irgendwie, also entweder sind die einfach mir gefolgt, alle. Tja. Hast du etwa so wenig Vertrauen in mich, dass du alles in Alleingang lösen wolltest? Ach, wahrscheinlich ist das auf mich als Oberhaupt auch wirklich kein Verlass. Schließlich ist mir das ehrwürdige Sinnoh noch nie erschienen. Und die Situation mit Drosella hätte ich mir auch nicht im Traum vorstellen können. Hör zu. Ich bringe die Ruhegaben, die Han Hinazu hergestellt hat, zum Bühnenkampffeld. Dort treffen wir uns. Mach dir keine Sorgen. Robert wird Drosella ganz sicher beruhigen und dann ist alles wieder in Ordnung. Robert, begib dich zur Hoheitsstätte von Drosella, dem Bühnenkampffeld. Um Hinazu kümmere ich mich. Ich werde sie mit meinem Partner Bidi fast sicher begleiten. Okay, da war also das Ganze gar nicht so kriminell, wie man es vielleicht erwartet hatte. Es ging dann scheinbar doch eher darum, dass sie eher alles alleine regeln wollte. So, meine große Frage ist jetzt, wir müssen da hoch. Wie zum Kuckuck komme ich da hoch? Ich glaube, es gab hier einen Weg. Damit könnten wir vielleicht es schaffen, zu unserem Punkt zu kommen. Es wäre nur ganz schön, wenn dieses Mal die Kamera nicht komplett durchdrehen würde. Oh, ist da was? Okay. Ja, Sache kann ich jetzt hier leider nicht kaputt machen. Idee, so jetzt hier hoch zu gehen. Hi, hast du irgendwas für mich? Ich könnte schwören, dass ich bei einem massiven Auflauf von Pokémon ein Exemplar gesehen habe, das eine andere Farbe hatte als die anderen. Aha. Nope. Jetzt, wenn ich schon hier bin, will ich logischerweise das Ding einsammeln. No, immer noch nicht. Ich weiß nicht, wo das ist. Da ist es. Oh. Supi. Ja, das ist natürlich irgendwie, dass ich so ein Pokémon habe. Und das hat nicht ansatzweise die Lage bereinigen kann. Oh, da ganz hinten ist was am Leuchten. Da will ich mich jetzt ganz kurz nicht hinbegeben. Okay, meine Frage ist... Ah, ist tatsächlich nur meine Ecke schneller. Ja, gegen die Viecher lege ich mich gar nicht erst an. Oh, hey! Könnte ich theoretisch den zweiten Wunsch von Schattenmensch erfüllen, aber wir haben ihn ja jetzt hier schon einmal.
So, meine Frage ist jetzt, das ist die falsche Taste, kann ich von hier eigentlich... Oh, man kann das sortieren lassen, schön. Ernsthaft, die Pokébälle werden jetzt ganz unten hingelegt, das ist ja dumm. So, gucken wir jetzt erstmal den Diamant-Clan-Bereich uns an und nehmen das eine Quest damit. Guten Tag. Sorry, dass ich hier leicht schräg reinkomme, aber hey. Dann. Sag mal, du bist doch ein Mitglied der Galaktik-Expedition, oder? Kennst du vielleicht eine Medizin, die Anton von Kopfschmerzen befreien könnte? Eine Axt? Die Anton, mit denen ich zusammenlebe, leiden ständig unter Kopfschmerzen. Das tun sie alle. Ich würde ihnen wirklich gerne helfen, aber gewöhnliche Medizin scheint nicht zu wirken. In der Galaktik-Expedition gibt es doch bestimmt jemanden, der sich mit Heilkunde auskennt. Ich bitte dich, hilf mir dabei, eine Medizin für Anton zu finden. Anton. Sammle in Jupiter 5 Informationen über eine Medizin gegen Kopfschmerzen. Was hast du denn auf dem Kopf? Das ist ein Helm. Eine Mütze. Du hast die auch. Du bist vermutlich der Vater. Okay, dann würde ich sagen, für heute werden wir einfach nochmal, und doch noch ein bisschen weiter weg. Einfach mal so ein bisschen ganz geschmeidig hingehen. Beziehungsweise, könnten ja gerne mal gucken. Ja, ab und zu haben wir da so ein paar Pokémon-Charges drauf, die man trotzdem aufpasst. Das Ding chargt immer. Ob wir nicht einfach Schattenmensch 2 fangen. Ansonsten, ich würde natürlich ganz gerne irgendwann euch... Sehr schön. Euch auch noch so eine Raumzeitverzerrung zeigen. Oh, das war einfach blöd. 25, wow. Aber 4 XP geben die nicht. Schade. Oh, wir haben gleich ein schweres Exemplar bekommen. Hier sind wirklich viele von denen. Oh, es ist auch noch hinter mir. Oh, und da ist auch noch Biggie. Mit roten Augen. Ja, ich nehme einfach nochmal ein, zwei mehr mit. Und dann werden wir ganz kurz weiterreisen. Ui, nicht chargen. Thank you. Ja, bei manchen von denen ist es wirklich beeindruckend zu sehen. Man merkt wirklich, wie viel einfacher die zu fangen sind. Ich habe zum Beispiel Jan Mega mittlerweile angetroffen. Und... Hi... Musik. Einerseits sind die richtig groß, vom Level richtig gut mit dabei, komplett an dir uninteressiert. Die sind also nicht ansatzweise aggressiv, was ich den Viechern definitiv nicht zugetraut hätte, so wie die einfach aussehen. Und wie gesagt, jeden von denen konnte ich fangen. Das war super duper einfach. Oh, hier sind auch wirklich viele Bäume. Okay, Zeit. Und hier, ich glaube, hier müssen wir vielleicht oben lang weiter. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nicht angreifen. Bist du den offiziellen Weg? Nicht wirklich, wirklich. Okay. Damit haben wir unser Gebiet auch schon erreicht. Weißt du was? Das machen wir einfach heute. Meine Frage ist nur, Dressella. Ich hätte theoretisch Panpiro dabei. Falls es weiterhin Pflanze ist, hoffe ich, dass ich hier sicher bin. So, was hast du mir Feines vorher zu erzählen? Da bist du ja. Das heißt sicher, dass du bereit und entschlossen bist, oder? Natürlich. Selbst in Rage ist Dressella eine anmütige Erscheinung. Dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, ihr musstet nicht auf uns warten. Achso. Schaut, dank etwas Salbe geht es Hinatsus Fuß auch schon viel besser. Yugao, bitte verzeihen Sie uns, aber wir, dass wir Ihnen und dem Bergland so viel Ärger gemacht haben. Hinatsu hat versucht, alle Probleme in Alleingang zu lösen und sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztendlich handelte sie in guter Absicht. Die Königin des Bergkamps, Dressella, ist wie eine Tänzerin ständig in Bewegung. Du solltest sie genau beobachten, so kannst du lernen, ihre Attacken auszuweichen. Genau. Wenn du immer wieder ausweichst, wird Dressella irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Dann hast du Zeit, eines deiner Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen. Ich zähle auf dich. Okay. Oh, das könnte natürlich ein interessanter Kampf werden, weil wir nicht einen Baum mittendrin haben, wo man einfach ausweichen kann. Oder mit den Charge zugucken kann.
Okay, du siehst definitiv etwas anders aus. Okay, Pokémon-Angriff und Ausweichen. Mhm. So, Knopfdrücken, Ausweichen. Wirst du für einen kurzen Moment unverwundbar und kannst so der Attacke eines Pokémon entgehen. Sollte dich also ein Pokémon angreifen, weiche einfach im richtigen Moment aus. Genau, einfach so. Oh, wow! Okay, ich hatte das jetzt nicht so erwartet. Maybe. Ja, das ist ein bisschen... Oh, noch einer! Das ist auch übrigens Level 30, ne? Na, ich warte... Oh, oh. Okay, Pokémon wechseln, let's go. Ja, ich frag mich. Wir sind ein bisschen schwächer. Oh oh, natürlich kommt's mit Giftpuder. Great. Ist also vielleicht weiterhin Pflanze? Also was können wir herausfinden? Es ist Pflanzekampf. Huh. Ja, wir setzen Flammenrad ein. Wir hoffen uns, dass das Feuer nicht zu sehr auf ein... Nice. Haha, Verbrennung. Sehr schön. Energieball. Ja, das sollte eigentlich jetzt nicht viel Schaden machen sollen, hat aber irgendwie trotzdem. Uncool. Okay, bevor wir weitermachen... Was habe ich denn an Zeug so dabei? Knolle... Hier irgendwas, was mir sagt, irgendwie gegen Vergiftung. Ja, ich habe so gut wie gar nichts dabei. Dementsprechend mein Fehler. So, 60 stellt es wieder her. Das sollte für die Situation ausreichen. Bist du vergiftet weiterhin? Auf den ersten Blick sehe ich nämlich kein Vergiftungszeichen. Oh, es nimmt gerade keinen Schaden. Uh-oh. Uh-oh. Okay, ja. Erstmal lernen, was zum Gucken jetzt als nächstes kommt. Schön, wie die Kamera da einen nur Probleme machte. Ich sollte aufhören, die anzuvisieren. Es scheint so ein bisschen anzuzeigen, was es macht, aber... Mhm, okay. Oh, oh, okay, es macht noch eine Welle hinterher. Gut zu wissen. Oh, das war's auch schon. Kann's echt zugeben. Das sieht sehr elegant aus, aber auch gleichzeitig sehr creepy durch die Maske. Dankeschön. Gleicher Spaß hier, nur für Typ Pflanze. Danke, wirklich. Du hast nicht nur Dressella gerettet, sondern auch Hinatsu. Jetzt hast du Ursuluna beruhigt und jetzt auch noch Dressella. Du bist wirklich unglaublich.
Ich bin so froh, dass Rosella wieder ganz das Alte ist. So ist es mir doch am liebsten. Stella, Giftpuder! Hierzu, solltest du dich nicht noch bei jemandem entschuldigen? Sorry, Bidifas. Hm? Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, handelt eben manchmal unüberlegt. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Weisheit hat uns sicherlich das ehrwürdige Sinne zuteil werden lassen. Doch selbst ich hatte sie vergessen, zumindest bis mich die noble Bemühungen eines gewissen jemanden hier daran erinnerte. Danke, Bidifas. Yugao, wir sind ihnen zutiefst verbunden. Hinazu, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erledigen. Wir Wächterinnen und Wächter sollten uns auch auf andere verlassen können. Schließlich müssen wir ebenso eng mit Pokémon zusammenarbeiten. Das werde ich, es tut mir wirklich leid. Wenn Yuago damit zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch. Du bist deinem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt, das heiße ich gut. Aber bitte spare mir weitere Lügen. Das brauchst du nicht zu verstellen. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sollte Dressenda wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du ihm am besten auf offiziellem Wege. Trainiere gut, damit du darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinazu, lass uns von nun an zusammen das Sumpfland beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Ursaluna durch die gemeinsame Hilfe der Expedition und des Diamantclans gerettet wurde. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Robert. Heute haben wir uns alle die Hände gereicht. Für mich war es eine vergnügliche Erfahrung. Also dann, leb wohl. Du weißt, wer ich bin. Diam, der Anführer des Diamantclans. Wir verehren das ehrwürdige Sinne, das über die Zeit gebietet. Die Zeit ist stets im Wandel. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird, ohne uns vor Veränderung zu fürchten. Euch zu helfen fühlt sich irgendwie richtig an. Also, man sieht sich. Danke, Robert. Ich bleibe noch eine Weile hier, um mit Dressella zu reden. Was ist nur passiert, dass ein so liebes Pokémon wie du in Rage gerät? Aber sicher trage ich auch die Schuld dafür. Ich konnte dich nicht beschützen und habe zudem die anderen belogen. Stella.